Vielleicht gehen wir direkt im Publikum für die Fragerunde, weil wir wollen ja ein bisschen Zeit sparen. Gibt es schon von Herr Belli? I heard some ideas about the fish, and I'm always very surprised that fishermen use this expanded polyester horrible thing to transport their fish that finish in the sea. So do you have ideas how we can help them use another material than this polyester? Yeah, I guess for both of you. So we're really at the very early stages of a fish reusable fish box project. So at the minute we're just currently looking at options, but I probably couldn't really tell you where the solution's going to go. But it's actually more about the SME supply chain. So a lot of big fish wholesalers will have reusable box solutions because they can afford to do it. But if you're talking about small restaurants and how they receive small suppliers and how they receive their fish, small retailers, it's much more problematic because they have no space, they can't save up the boxes. So we're really looking into solutions which might see centralized washing facilities, it might see them going back, it might see biodegradable liners. So you would have a mainly reusable box with a biodegradable liner that could then maintain the hygiene. So at the minute, Unpackaged is part of a government initiative. So the mayor's office in London is setting up a circular economy scheme to support SMEs to get involved with the circular economy. And we're looking at that as one of our projects for that. Die Deutsche See hat einen Mehrweg-Fischbehälter. Also Deutsche See ist quasi die Organisation, die die Fischer koordiniert. Und dieser ist ein Mehrwegbehälter, der nennt sich erst nestbar. Das heißt, man kann ihn stapeln und wenn man ihn umdreht, also sozusagen Vorderseite nach hinten, dann gehen die Behälter ineinander, sodass man auch nur noch sehr viel weniger Platz braucht. Das ist ein weißer Stapelbehälter. Es gibt dazu Bilder auf YouTube, also Mehrwegbehälter Deutsche See. Und da gibt es ein Beispiel für ein Mehrwegsystem, wie es in Deutschland funktioniert. Ich habe eine Frage an die Unpackaged-Entwicklung in England und würde gerne erfahren, ist die Zukunft der Unpackaged-Läden die Integration in bestehende Supermarktketten und eher als alleinige Struktur nicht überlebensfähig, weil einfach die Produktvielfalt so klein ist, dass die Consumer eher einen One-Stop-Shop bevorzugen und nicht die Zeit haben, halt mehrere Shops aufzusuchen. Zeigt das die Erfahrung oder wie sieht die Sprecherin das? For me personally, my interest is to try and get it into the mainstream just because I've run a small shop and it's just such hard work that the idea of going back to that doesn't fill me with much joy. But I think we'll have both. So I think there will be small villages, areas and places where a small independent shop could survive. In the UK, we've got a whole movement of community-owned shops, which is where small rural communities are coming together to run their shops on a cooperative basis because simply all the shops were shutting down. But I think also there's a real opportunity to get it into the mainstream. But with that, we might have to sacrifice a little bit of the integrity of it. We would have a lower refill rate, but we would be reaching much higher quantities of people. So there would be a benefit to doing it. It's hard to know from my experiences, perhaps some of the other people who run these shops in Europe could say whether there's more favourable conditions. I know there's certainly a lot of protection for small independent shops in France. So potentially in areas where the conditions are more favourable for small independent shops, then they might be more successful. But as I say, there's no support for it in London, or there's no support for it in the UK, so it's just a very expensive way of running a business. And I think there is a certain customer base that will always be happy going to lots of different shops. That's where they get their pleasure from. They want to go to a butcher and a baker and a fruit and veg shop and a farmer's market because that's how they spend their Saturday or their Sunday, and it's important to them to do it.
And they will always want an independent shop and they won't want to go to a supermarket. But then there's other people who work long hours and for whatever reason do want the one-stop shop. So it's really trying to get to both markets. Weitere Fragen? Franziska Eisfeld von Green Delta GmbH. Ich habe Ihren Namen vergessen, von Ecoware. Sie hatten erwähnt, dass es in Deutschland schwierig ist, glaube ich zumindest, dass man, dass die Kunden wieder wiederverwendbare Verpackungen nehmen, also wieder befüllen lassen. Da würde mich jetzt einerseits interessieren, woran das liegt, also ob Sie da Marktstudien dazu mal gemacht haben und andererseits auch, ob Sie oder jemand anders aus der Runde weiß, ob das mit den unverpackt Supermärkten ähnlich ist, also ob das auch in Deutschland schwieriger ist, diese zu etablieren jetzt als zum Beispiel in Großbritannien. Danke. Dankeschön für die gute Frage. Also es ist so, dass es bei uns vor circa 20, 30 Jahren ein bisschen anders aussah in Deutschland. Da gab es unheimlich viele Läden, die hatten 60 verschiedene Bulks, also Nachfüllstationen oder auch wirklich Großgebinde, wo man sich das hat nachfüllen können, insbesondere im Biofachhandel. Das ist aber sehr stark zurückgegangen. Also auch im Biofachhandel hat man gemerkt, dass es einfach mehr Richtung dieses Convenience geht. Ich nehme es einfach mit, ich nehme es mit nach Hause. Und deswegen hat es auch bei uns nicht funktioniert, diese Refillstation letztendlich an den Mann auch zu bringen. Zum einen, wenn der Handel es nicht nimmt, können wir es auch nicht an den Markt bringen. Der Handel sagt aber ganz klar, der Konsument möchte es nicht haben, zumindest nicht in der breiten Masse. Und es lohnt sich nicht für ihn, weil es nimmt natürlich sehr viel Fläche auch am Regal bzw. im Laden einfach weg. Und Fläche muss sich lohnen, das heißt, da muss eben entsprechend was stehen, was sich auch schnell verkauft. Und das ist einer der wichtigsten Gründe, warum das Refill-Thema sehr stark zurückgegangen ist. Wir sehen aber jetzt zum einen noch mit den Initiativen, die wir jetzt heute auch gesehen haben, beziehungsweise auch was international einfach rüberschwappt, auch ich meine, was in London toll ist, das kommt auch schön zu uns rüber wieder, dass da so ein kleiner Funke ist, der wieder da ist und deswegen daran möchten wir auch anknüpfen. Es ist nur interessant, dass eigentlich eher mit uns jetzt jemand aus dem konventionellen Bereich, also ein Butni, ein Drogeriemarkt, sagt, er möchte das mit uns machen, während wir weiterhin bei unseren Bio-Fachhandelspartnern keine Möglichkeit finden, denen einfach die Hände gebunden sind, uns da weiter voranzubringen. Generell ist es so, das Interesse ist sicherlich da, aber es ist natürlich auch ein Aufwand. Das heißt, wenn man irgendwo einkaufen geht, dann muss man sich halt so eine Waschmittelflasche mitnehmen. Ist vielleicht im Food-Bereich was anderes, weil man doch teilweise bewusster einkaufen geht, beziehungsweise auch da einfach eine saubere Verpackung mitnimmt. Aber bei so einem Waschmittel oder Spülmittel ist einfach das Feedback auch vom Konsumenten, er möchte sich eigentlich mit der Materie nicht unbedingt in Kontakt kommen und er möchte da auch mit nicht so viel zu tun haben. Deswegen ist es auch jetzt eher so, dass er die Verpackung nicht so gerne mitnimmt und wieder auffüllt, sondern er will einfach diese Problemlösung direkt vor Ort kaufen und damit auch keine Nachfüllaktion durchführen. Nichtsdestotrotz, wir hoffen, dass dieses Projekt bei Butni gut funktioniert, so wie das Ocean Plastic Projekt und dass wir da auch weiterhin diese Sachen einfach ausbauen können in Deutschland. Ich habe eine kurze Frage dazu. Heißt das, dass das Projekt von Butni initiiert wurde? Es ist so, dass wir das Projekt immer wieder vorstellen. Also wir nehmen es immer wieder in die Jahresgespräche mit, die man ja hat mit seinen Händlern. Und Butni hat diesmal gesagt, hey, super toll, das passt bei uns rein. Wir sind anders, wir möchten was anders machen. Wir sind dabei. Also wir sind da schon radikal und versuchen das auch jedes Jahr wieder an den Mann zu bringen. Und Butni hat gesagt, hey, genau das Richtige für uns dieses Jahr, wir machen das. Und gibt es schon Ergebnisse? Wie läuft es bisher? Also in den zwei Filialen, wo wir sind, ist zum einen in der Rindermarkthalle in Hamburg, also wirklich auch gut frequentierte Filialen, da läuft es sehr gut. Von daher, Butni zeigt auch größeres Interesse. Wir müssen jetzt also schauen, dass wir das weiter vorantreiben und so wie es aussieht, werden wir auch in 2016 dann noch ein bisschen mehr an den Markt bringen können. Und auch wir hoffen natürlich auch andere große Partner mit an Bord zu bekommen. DM ist auch interessiert. Aber Interesse ist noch keine Zusage und wir müssen natürlich auch schauen, dass es für uns in irgendeiner Form wirtschaftlich ist, weil das, was wir gerade mit Butni machen in Hamburg, ist überhaupt nicht wirtschaftlich, ne? Weil es einfach so klein ist.
Ist es an? Mein Name ist Daniel Affelt, ich komme vom BUND Berlin aus dem Bereich Abfallberatung. Ich hätte auch eine Frage an die Frau Klebsattel. Und zwar, Sie haben mir eine Flasche vorgestellt aus 75% pflanzenbasiertem Kunststoff und 25% Recyclingkunststoff. Was passiert jetzt mit der Flasche, wenn ich die in die Wertstofftonne werfe? Wo wird die erkannt? Wo landet die? Ist die recycelbar oder stört die vielleicht sogar? Ist ja so eine Werkstoffkombination, vielleicht PLA, PET, ob das wirklich günstig ist, wenn man im Hinblick auf Design for Recycling das sehen würde. Und dann noch eine Frage, machen Sie auch was im Bereich Nachfüllsysteme für den Konsumenten? Da kann man ja auch viel Material einsparen, wenn man jetzt irgendwie so einen Schlauchbeutel nimmt, wo man dann einen Pumpspender oder sowas mit nachfüllt. Ja. Okay, super. Dann gehe ich mal auf die letzte Frage ein. Mit den Nachfüllbeuteln meinen Sie wahrscheinlich, ne? Nachfüllbeutel haben wir noch nicht am Markt. Das liegt daran, dass das Thema Beutel ein schwieriges Thema ist. Das ist ein Verbundstoff, der sehr schwer recycelbar ist. Also auch da ist es eine kontroverse Diskussion, was ist weniger umweltschädlich, der Nachfüllbeutel oder die Plastikflasche. Der ist nämlich teilweise schlechter recycelbar, weil eben verschiedene Schichten zum Einsatz kommen. Das ist auch beim Tetrapack ein bisschen umstritten. Aus diesem Grund sind wir davon noch entfernt. Wir haben eine Zweitmarke, Method in San Francisco in den USA, arbeiten aber schon an einem Nachfüllbeutel, wo wir sagen, der passt besser in unsere Philosophie. Das ist aber noch ein Projekt, das am Laufen ist, wo ich aktuell noch einfach nichts dazu sagen kann. Und dann nochmal zu den verwendeten Materialien. Sie haben ja gesehen, die erste Flasche ist schwarz. Liegt daran, dass eben das ein gemischter Kunststoff ist, gemischtes PE. Also es ist keine Mischung zwischen PE und PET, das geht auch gar nicht. Also das eine ist PE, ist komplett recycelbar. Und das PET, genauso recycelbar wie eine Getränkeflasche, ist also 100% PET. Also da sind vom Recycling-Aspekt keine Probleme zu befürchten. Aber auch das ist komplett, ist identisch von der Bauweise wie ein normaler PE-Stoff. Auch das ist komplett recyclingfähig. Doch, also wir haben entsprechende Studien auch von Winsot zertifiziert. Es ist ja kein biologisch abbaubarer Stoff. Ne? Die Bauweise von dem pflanzenbasierten PE, den man auf Zuckerrohr basiert, ist komplett gleich nachher wie bei einem erdölbasierten. Und wir haben ja Studien dazu, dass das komplett aufgenommen ist. Es ist ja kein, dass das Problem ist, gebe ich Ihnen recht, ist bei kompostierbaren Kunststoffen. Wenn der in den Recyclingprozess reinkommt, stört er ihn. Das ist auch der Grund mit, warum wir das aktuell nicht verwenden. Bei einem normalen PE aus zuckerrohrbasiertem Stoff ist das überhaupt kein Problem. Gibt es da weitere Fragen? Jetzt? Dann würde ich sagen, wir hören nochmal als Abschluss Perspektive aus der Politik. Welche Möglichkeiten gibt es, dass wir noch zu noch mehr Abfallvermeidung kommen könnten?